Guntram Heinzl, Sie und Ihrem Nachbar in der vergangenen Nacht selber gerettet. Könnten Sie noch mal schildern, was ist da genau passiert? Ja, ich bin heimgekommen vom Schaffen und bin auf Couch und auf Fernsehen geschaut. Und zumal habe ich eine Pfeife wahrgenommen, ein komisches, ein unübliches. Und habe aber nicht gleich gewusst, was da pfeift. Ist es der Kühlschrank, ist es der Staubsauger? Oder? Und dann habe ich mich mal auf der Suche nach dem Geräusch gemacht und bei mir in der Wohnung war nichts feststellbar. Und dann habe ich das Fernsehen aufgemacht, um zu schauen, ob es von draußen kommt. Ist schon nicht. Dann bin ich in die Wohnung, in ein Haus gegangen und dort habe ich also gemerkt, dass es lauter wird. Und dann bin ich von einer Wohnungstür zur anderen und habe jetzt mal gehört, dass es aus einer Wohnung rauskommt, genau neben mir. Dann bin ich wieder auf der Gasse und habe umgeschaut und habe schon eine Rauchentwicklung in der Wohnung wahrgenommen. Und habe auch die Vermutung gehabt, dass der Bewohner daheim ist, weil Licht brennt hat und sein Auto war da. Und dann ist für mich ganz klar gewesen, also da zählt jede Sekunde und habe meine Kameraden von der Feuerwehr alarmiert. Wie ist denn weitergegangen? Wie ist für Ihre Vorgänge in dem Moment? Also es ist zuerst die Rettung, die Polizei, ans Einsatzort gehabt und dann habe ich der Beamte von der Polizei den Weg gezeigt, auf zu ihm mit der Gasse und wo wir dort umgejuckt sind, zu ihm auf der Gasse, haben wir schon die leblose Person auf der Couch gesehen. Sie haben dann lautstark ans Fenster geklopft und es war keine Reaktion da und dann habe ich ihnen gesehen, ich gehe in den Unterstock und weise die Feuerwehrkräfte ein und ich weiß, dass wir ein Brechwerkzeug dabei haben und dann hat die Feuerwehr die Wohnung aufgebrochen, ist in die Wohnung eingedrungen und hat der bewusstlose Patient in Gang gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Wie ist jetzt für Sie die Situation? Normalerweise sind Sie jetzt Feuerwehrler als Einsatzkräfte vor Ort. Jetzt waren Sie eigentlich und warten müssen, nicht mithelfen können. Wie ist die Situation für Sie in dem Moment gewesen? Ja, interessante Erfahrung, aber ein gutes Gefühl, weil ich weiß, was für eine Mannschaft das gut, was die Mannschaft kann. Im ganzen Land bei uns gute Ausbildung bei der Feuerwehr. Auch bei der Rettung und bei der Polizei eine super Zusammenarbeit. Und ich meine, es ist schon ein erleichterndes Gefühl, wenn man sieht, die Blaulichter herkommen, auch wenn es vor der eigenen Haustür ist. Haben Sie jetzt schon Kontakt gehabt mit Ihrem Nachbarn, wo dort bewusst dass in der Wohnung ist? Ja, ich bin heute gleich nach der Arbeit zum Nachbarn gegangen und habe mal geschellert bei ihm. Und er ist erleichtert und hat sich bedankt, auch bei allen fürs Vorgehen. Aber ich sage, für mich war es nicht so spektakulär. Es gehört bei mir einfach dazu, dass man auf den Nachbarn schaut und nicht nur an die eigenen vier Wände denkt, dass man dem Zug nahe geht und auch die Wichtigkeit von Rauchmelder sieht, weil ich als Feuerwehrler sage, oder da bin ich jetzt halt als Feuerwehrler gewesen und das ist, wenn es irgendwo pfeift und so, vielleicht auch mal nach dem Nachbarn nachschauen, was ist da los, was könnte es sein. Und wenn man sieht, es raucht in der Wohnung, es könnte noch jemand in sein, also gleich über 122 die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, die Feuerwehr alarmieren.